Ja, es geht ja hier in den Camps in erster Linie darum, dass die Jungs einen Spaß haben auf die 3 Tage, dass wir ein bisschen was auch in Technik vermitteln, aber hauptsächlich steht der Spaß im Vordergrund mit dann zum Abschlussturnier am letzten Tag. Und wenn dann jedes Kind mit Freude wieder heimgeht jeden Tag und vor allem nach den 3 Tagen sagt, okay, das war top, dann sind wir alle zufrieden. Ich denke einfach, dass wir in den Camps eine gute Trainerqualität haben, dass wir den Jungs, wie ich es vorher schon gesagt habe, auch Freude und Spaß vermitteln wollen. Und ich glaube, dass das einfach der Mehrwert auch im Großen und Ganzen ist. Unsere Jahn-Feriencamps gehen alle immer über 3 Tage. In den 3 Tagen packen wir so viel Fußball wie möglich für die Kinder in das Jahn-Feriencamp. Wir haben eine große Jahn-Fußball-Olympiade mit drin, den Jahn-Pokal, aber auch ein großes Abschlusstturnier, was über den gesamten letzten Tag geht. Und so sind dann die 3 Tage immer sehr gut gefüllt. Zum Jahn-Feriencamp ist jedes Kind herzlich eingeladen, was Freude am Fußball hat. Da ist völlig egal, wie der vorherige Stand ist, wie viel Talent das Kind hat. Völlig egal, ob das Kind schon mal Fußball gespielt hat. Jedes Kind kann ins Jahn-Feriencamp kommen im Alter von 6 bis 13 Jahren. Und die Trainer sorgen dafür, dass jedes Kind auch Spaß haben wird. Einfach Janni hat in den Winkel gehämmert. Ja, ich glaube, die Stimmung ist total gut. Also hinter mir sieht man vielleicht vereinzelt ein paar Kinder, die gerade im Training sind. Und ja, gerade vor 10 Minuten habe ich die Jungs und Mädels hier getroffen. Und die haben ja sehr, sehr interessante Fragen gestellt. Ja, waren nicht immer einfach zu beantworten, aber ich habe mein Bestes gegeben. Und ja, ich glaube, dass die Jungs und Mädels hier alle sehr happy sind, hier zu sein. Also wir sind hier wahrscheinlich auch wegen dem Spaß und weil wir was dazulernen wollen. Und es macht eigentlich sehr viel Spaß, also es ist unterhaltsam. Wir trainieren halt. Gestern haben wir da vor der Mittagspause trainiert und nach der Mittagspause die ganze Zeit gespielt. Ja, ich glaube, insgesamt ist es ein gesellschaftliches Thema, dass wir unsere Kinder einfach an den Sport heranführen müssen. Und ich glaube, der Jahn wird seiner Verantwortung hier total gerecht. Ich selber war auch in der Fußballschule in meiner Vergangenheit und mir hat das eigentlich immer Spaß gemacht. Und ich habe das Gefühl, dass den Jungs und Mädels hier das auch sehr viel Spaß macht.